Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Burago und diese Therapie hier ist kostenlos. Genau, wir sind hier bei Let's Play Evoland 2 und zwar Kampf der Piraten. So, ich stelle gerade fest, die Musik ist ja doch schon brutal laut hier. Obwohl die auch bloß auf 2 steht. Naja, gut, wir gehen uns weiter mit den Piraten umschlagen hier. Oh, da ist ein Speicherpunkt. Darüber springt ihr es nicht. Oh, den Speicherpunkt nehmen wir auf alle Fälle mal mit hier, weil der lädt auch schön also mal auf, ja. Die Kiste haben wir bis jetzt noch nie was gefunden eigentlich. Oh, vielleicht sind die auch bloß als Attrappe da. So, komm mal her, mein Freund, ja. Gekonnte Drehung. Auch erledigt. So, geht's hier nach oben. Dann warten bestimmt gleich die nächsten Freunde auf uns. Und zwar bestimmt in den schicken Tür da. Hier wollen wir reinschauen. Oh, neue. Oh. Oh, mal gucken, wie. Oh, die halten da einiges aus, die Freunde hier. Oh, okay. Einer weg. Beide weg. Oh, komm noch mal, Freunde, von denen hier. Da sind ja eigentlich weniger Piraten, da sind ja mehr Punks. Mit Ketten und sowas. Oh, sterben wollte ich eigentlich ja nicht. Ein paar von denen könnte es langsam weniger werden. Okay, einer weniger. Okay. Oh, haben wir noch ein paar wieder verpasst gekriegt hier. Okay. Okay, wieder einer weniger. Okay, und der war auch erwähnt. Und Tür geht nochmal auf. Nein, Tür bleibt zu. Und go, Speicherpunkt wäre nicht super. Oder Kiste mit Inhalt. Ja, Kisten haben keinen Inhalt. Ah doch, ein Herz. Das war super. Noch eins drin, hoffentlich. Ne. Mehr Kisten. So, auch erledigt der Freund da. Also ist da hinten unser Kistenmann ja. Oh. Und da hat nochmal ein Herz für uns. So, ich bewirkt, jetzt kommen wir noch ein paar. Ah ja, Bruce Lee haben wir hier wieder. Ja, du mich auch, ja. Ja, ist immer gut, wenn wir beide erwischt haben. Oh. Okay, der eine ist schon ganz hin. Und noch ein Herz. Das ist super. Ich befürchte, es wird irgendwann einen Endgegner geben. Ein paar von den Dicken hier. Okay, meine Freunde, ihr seid zwar groß und hässlich, aber nicht besonders helle. Okay. Aber wenn die mal wieder Treffer machen, ist das auch doof. Weil wir haben nur 14. Und damals Level Up. Das ist super, weil das füllt nämlich wieder unsere ganze auf. Stärke 2 und Herz auch 2. Hat uns wahrscheinlich hier gerade den Kampf gerettet.
Der ist ja auch ziemlich zart, denke ich, der Freund, ja. Okay. Okay, nochmal das Herz gesammelt. Und komm, weitergehen. Ja, go. Und Speicherpunkt. Einmal speichern und genau unten. Ah, so langsam müsste sich ja am Ende rauskristallisieren hier. Ah. Sollte das das erste Fragment sein? Das wäre super. Seht, was wir hier geführt hier. Dieses Fragment des Feuers. Super. Okay, noch mehr von den Typen. Wer wagt es sich, uns entgegenzustellen? Wir sind die unerschrockenen Piraten aus der Bucht. Alle Besitzansprüche werden in unserem Angesicht richtig. Was euch ist, gehört uns. Hat irgendjemand Kenny gesehen? Ah, er hat einen Unfall. Schon wieder? Also gut, Wedges, ihr bringt die Sache zu Ende. Etc., etc., etc. Alles klar. Den Geist von Pirat Roberts? Er ist gekommen, um sich seinen Schatz zurückzuholen. Genau. Wie töricht ihr seid. Das ist doch nicht der Pirat Roberts Schatz. Das ist ja bloß irgendein so ein Magi-Dingsbum, das wir laut dem Boss auf keinen Fall anrühren sollten. Ich glaube, Biggies hatte recht. Wenn das hier berühmte Schatz von Robert wäre, wäre der Boss der Piratenkönig. Ich wette, dass er bloß ein Pirat, der sich als Robert verkleidet hat. Das habe ich auch gesagt. Aber auf mich hört ja niemand. Also, wie lautet der Plan, Biggies? Der Boss ist noch im Bad und er hasst es, dort gestört zu werden. Aber er hat ihn trotzdem gewarnt, dass dieser Kerl mir etwas verdächtig vorkommt. Aber auch mich gehört der Boss ja genauso wenig. Antrag auf ein Treffen, bei der unser nächster Schritt besprochen werden. Antrag angenommen. Die Freunde wieder. Ach du Scheiße. Captain Ahab. Abab. Naja, was geht hier vor? Was für allmächtiger Schnurrbart. Captain Abab. Ihr seid gekommen, um mich herauszufordern. Ich fühle mich, als wäre ich mit einem paar Debuffs belegt. Aber da kommt ihr nicht die Frage, dass ich eures diesem Magi-Dings da schnappt. Exterminator, dieser Feind scheint mächtiger als der andere zu sein. Seid vorsichtig. Ja, schön. Oh. Aua, der scheint auch ganz so lauer zu machen. Ja, von wegen, konzentriert euch. Ich komme zur Hilfe hier. So, wenn man den aber kräftig mal eins hier angreifen hier. Okay, guck mal her, mein Dickerchen hier. Aua. Der macht schon ordentlich Schaden hier. Hopp. Oh, das hatte schon ein bisschen Street Fighter ähnlich. Aua, das wird ganz schnell ganz böse enden hier. Au, und das war's. Da waren wir dran. Potter. Wir waren aber schon bei dem K unten. Das heißt, wir haben wieder einen schicken Boss gehabt. Ich hoffe, wir werden diesen ganzen Dialog jetzt normal haben. Nein. Okay, so wird das hier nix hier. Und da gehen wir schon wieder runter. Das wird hier nichts werden. Ich hätte schon kommen. Und da war gut wie hin. Und down. Also, wird mal, was wir die nächsten gefühlten 10 Folgen jetzt hier machen werden. Wir werden uns mit Captain Abab rumprügeln. Nicht Arab, der war der mit dem Moby Dick. Okay, vielleicht sollten wir einfach mal darauf achten, dass er irgendwo anfängt zu rennen. Aua.
Ah, Mist. Okay. Ah, Mist. Und das war's gleich wieder. Okay. Wir müssen einfach bloß aufpassen, der irgendwo gegen rennt, dann können wir hier attackieren. Oh, komm, komm, renn doch einfach mal wieder, mein Freundchen hier. Jetzt sind wir schon da, wo wir erst waren. Und jetzt sind wir ein Stückchen weiter, als wir erst waren. So, Fleisch haben wir doch noch halb tot hier. Nein, das war's dann. Also, die Taktik ist klar. Wir müssen schauen, dass er immer irgendwo gegenrennt. Da können wir in Ruhe eins mit irgendwelchen Uppercuts oder Dingsprüchen einfach mal angreifen. Das werden wir jetzt als nächstes probieren, ja. Oh. Wenn wir dazu bringen, dass er uns mal anrennt. So wie hier. Hoppala. Ah, da war man nicht schnell genug. Ah, da. Ja, so läuft er nicht. Oder dort. Oh, hier sind wir schon wieder halb tot, ja. Ja, so läuft er ganz gut. Oh. Ja, so können wir das ganz. Ich glaube, einen so Vollangriff können wir vielleicht schon nur noch überstehen. Aber so nicht mehr. Also nächste, genau, jetzt sind wir tot. 14 ist zu wenig. Aber wir schlagen uns ganz gut. Es fehlt nur das letzte Stückchen Glück. Beziehungsweise waren wir einfach zu schusselig. Einfach geschusselt, würde ich sagen. Oh. Oh, mal gucken, dass er den. Und da haben wir schon den ersten Volltreffer gekriegt. Ah, da war falsch recht ausgewickelt. Oh. Alles klar. Okay, sieht doch ganz gut aus, würde ich sagen. Mein Freundin. Ah, gleich Doppeltreffer verpasst. Ah, da war man zu langsam. Beziehungsweise unbedingt in die Ecke getrieben. Okay. Okay, soweit waren wir ja schon auch. Schon mal erst einmal. Also mal ein Stückchen weiter, glaube. Ah, Mist. Ja, er ist nicht übermütig werden. Also, ah, das könnte knapp werden.
Ein Treffer noch, dann sollten wir ihn geschafft haben. Nein, da haben wir es verkackt. Aber ist auch nicht weiter wild, weil die Zeit ist eh rum. Das war's heute mit Let's Play Evil Land 2. Sind doch mal am Ende episch kurz gescheitert. Ein Treffer und der Captain wäre erledigt gewesen. Aber so wird das nichts. So bleibt eigentlich nur das, was jetzt kommt, das Trauerspiel, und zwar die Endcard. Das Ende am Ende ist die Endcard, auch der schicken Endcard gibt es wieder eine Videoempfehlung mehr. Und zwar zum aktuell laufenden Let's Play, und zwar Let's Play Borderlands The Pre-Sequel. Wir sind da auf dem Mond Ellipse unterwegs und helfen Jack dabei, die Helios wieder unter Kontrolle zu kriegen. Wie wir das machen, was wir da schaffen, das erfahrt ihr nur, wenn ihr euch anguckt. Let's Play Borderlands The Pre-Sequel. Wenn ihr Bock auf andere Let's Plays habt oder keine Folge verpassen wollt, dann abonniert den Kanal, drückt kurz den YouTube-Button und ihr habt den Kanal abonniert. Social Media Kram, Google Plus, Facebook, Twitter, sei auch ganz empfohlen. Könnt ihr auch gerne abonnieren und liken. Da gibt es immer wieder ein paar Infos drüber, was auf dem Kanal sonst so läuft. Alle Links und URLs unten auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Das gleiche gilt auch für den Kommentarbereich. Der ist nämlich auch unten. Der kann gerne gefüllt werden. Erzählt mal eure Taktik und Strategie, wie ihr Captain Bub einfach angeben würdet. Einfach unten reinschreiben in die Kommentare. Und ich freue mich drüber. So, das war's jetzt von mir. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach unten ist auch okay. Denn ich bin MacBurago und sag Servus und Ade.